SPD-Spitzenkandidat Thorsten Schäfer-Gümbel schließt zwar eine Koalition mit der Linken formal nicht aus. Er erklärt aber neuerdings, lieber eine CDU-FDP-Minderheitsregierung im Amt zu lassen, als mit der Linken zusammenzuarbeiten. Das ist merkwürdig. Denn hören Sie mal, was der heutige SPD-Spitzenkandidat nach der Landtagswahl 2008 darüber sagte. Wenn wir bei unserem Grundsatz geblieben wären, nichts mit den Linken, dann hätten wir kein Gesetz zur Abschaffung von Studiengebühren in den Hessischen Landtag einbringen dürfen. Weil es war nur mit denen umsetzbar. Wir hätten keinen Antrag einbringen dürfen in den Hessischen Landtag, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes wieder nach Tarifverträgen zu bezahlen sind. Weil auch das war klar, wir kriegen es nur mit den Linken hin. Wir hätten keinen Antrag einbringen dürfen. Die Unterrichtsgarantie plus... Das geht jetzt lange noch so weiter. Doch leider scheiterte der Politikwechsel 2008 an der Regierungsfähigkeit der SPD, obwohl Thorsten Schäfer-Gümbel so sehr dafür geworben hatte. Das kriegen wir wahrscheinlich nur mit den Linken hin. Gerade Thorsten Schäfer-Gümbel wollte deshalb daraus lernen. Er wollte vor der Wahl nichts mehr ausschließen. Seit fast 15 Jahren regiert die CDU in Hessen. Viele Menschen wollen endlich einen Politikwechsel. Aber was will die SPD? Am 22. September entscheiden die Wählerinnen und Wähler und nicht vorher Thorsten Schäfer-Gümbel. Wir wollen statt Schwarz-Gelb Mindestlöhne einführen, ein sozialgerechtes Steuersystem, Bildung besser finanzieren, mehr bezahlbaren Wohnraum schaffen, Fluglärm bekämpfen, mehr Demokratie und Transparenz durchsetzen und den schwarz-gelben Filz in Hessen endlich beenden. Die SPD sollte nicht schon wieder die Möglichkeiten für einen Politikwechsel schon vor der Wahl verbauen.